Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Hogwarts Legacy. Ja, hier drüben habe ich gerade schon gesehen, wir können einen Ort freischalten. Sehr gut. Okay, hi. Wisst, seh dich nicht. Jo, hier sind noch mehr krasse Pflanzen. Also das hier sieht übelst cool aus alles. Aber ich denke, wir werden hier noch bei geeigneter Zeit hierher kommen. Und dann werden wir auch noch einiges sehen. So, wie komme ich da jetzt wieder runter? So, nach oben. Da drüben geht's runter, sehr gut. Ne, das war zu weit runter. Ist auch noch, also da können wir wahrscheinlich auch noch nicht durch. So, wie sind wir da draußen? Sehr gut. Hi, können wir mit dir reden? Ne. So, und hier wieder zurück. Okay. Ja, yeah, dann sind wir wieder hier durch. Es lädt wieder. Perfekt. So. Hallo, das sieht irgendwie interessant aus. Gut, ich würde sagen. Was machen wir jetzt? Schauen wir mal in unsere Aufträge. Ah, was haben wir denn da an der Seite? Nehmen wir uns gleich. Hier noch was. Ja, geschafft, Herausforderungen, noch Aufträge. Hier können wir noch was ein. Einmal was angefangen. Und Sammlung ist was dazu gekommen, nämlich hier. Haben wir weiter unten. Da. Ein koboldblaues Gewand. Und das würde ich mir gerne mal anschauen. Ausrüstung. Umhänge und Mäntel. Ne, es ist nicht Umhänge und Mäntel. Ist hier. Also es ist nur Outfit wahrscheinlich, oder? Aber hier. So. F. Nee. Wo ist das koboldblaue Gewand? Ist wieder traditionelle Schulumhang. Vertrauensschule mit Weste. Schuluniform ist zielvoller Weste. Wer ist nicht ein Vertrauensschüler? Ah, hier ist es. Koboldblaue Gewand. Nee. Wollen wir das hier nehmen? Oder lieber das da? Keine Ahnung, fällt mir das. Wir können ja mit das hier. Ach du Heilige. Schnell wieder anziehen. Dann fällt es nicht auf. Wir lassen das mal an. Und im Inventar ist auch noch was hier. Eine von Zenobias Koboldsteinen, ja. Nice. Gut, jetzt habe ich immer noch keine Aufgabe ausgesucht. Die jetzt machen wollen. Also, Aufträge hier. Was machen wir jetzt? Gehen wir nach Hogsmeade schon. Jede Menge Koboldsteine. Oder heißt mal gekreuzte Stäbe einmal weiter. Sagen wir, machen das hier. Sagen wir, wir haben erstmal eine Runde Unterricht. Nochmal ein bisschen Action, bevor wir nach Hogsmeade gehen. Würden wir gerne noch ein bisschen Zeit lassen. So, die nehmen wir uns schon mal. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine. Rebellion. Nee, ist nicht, also nicht ganz. Hier ist etwas zum Erkunden noch. Zaubertränke hier. Sind hier. Ah, okay. Gut. Dann einmal noch da draußen. Ja, wieso cool, das ist leer, aber gut. So, wir haben es geschafft. Sehr gut. Jo, etwas düster hier. Ich bin zu weit gerannt. So, hier rein müssen wir. So, wir haben ein Stückchen Weg vor uns, offenbar. Alles sehr verwickelt hier. Kann man sich irgendwann zurechtfinden werden überhaupt. So, hier hoch. Und hier durch. Und dann gehen wir bei der nächsten Tür. Klopfmäßig und schon. Ui, die Hängebrücke. Boah, Alter. Das sieht schon sehr cool aus. Wow. Okay, nice. Jetzt hier irgendwas, ist schon irgendwas. Nur hier ist nichts. Okay, gut. Dann. Jetzt können wir hier durch. Hier ist noch verschlossen. Hier ist es da. Hier ist das Spaß mit dem Schüler. Hinten, falls ich es noch nicht gesehen habe, wir können es anschauen. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke
kann mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Tag hier. Hui, das ist alles hier heim. Will ich Bücher holen? Leviosa, Tag hier. Leviosa. Kann ich die mit? Nein, ich kann sie nicht aufheben, schade. Das sind deine Bücher noch. Hey, nimm auf. Nicht? Okay, dann bleiben die Bücher hier liegen. Auch okay. Dann gehen wir weiter. So, hier ist irgendwas. Rebellion. Ja, hallö. Lachland, der, oder Lecklandern? Lechland? Der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lecklen oder Lachland, keine Ahnung, der Schlachsige. Da einen großen, starken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Okay, hi. Hier ist ein interessantes Wandgemälde. Lumos. Hallo, Lumos. Leviosa. So, lieber Akio. Ich werde noch nicht den Zauber, aber... Warum? Will auch nichts bringen. Naja, nicht so schlimm. So, wir müssen hier durch. Aber ich sehe Steinbrücke, die ist auch echt cool. Hm, das ist das Quidditch-Stadion. Nice, nice, nice. So. Und wir haben den Hof des Uhrenturms entdeckt. Das ist sehr gut. Was will mir das hier sagen, ne? Können wir Reparo machen? Nö. Kann irgendwas, wenn wir die Statue zeigen. Ich weiß es nicht. Ist es Sebastian? Das ist Sebastian. Ich glaub schon. So, hier ist Lücken. Ja, du kannst helfen. Ich würde gerne ein bisschen fighten. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Na dann. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Selber mit Sebastian. Oh. Ich habe meinen Dämpfer verpasst. Ja, das trifft ziemlich gut. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Ja, wir müssen ein bisschen üben mit für alle mal entscheiden, Protego. Wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Wir haben Geld. Zu dem Club bei. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Und wichtig für später. Du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich bin bereit. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Okay. Ja, wir haben den Basistower. Genau. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Das ist Astoria. Sebastian. Wirklich nennen Sebastian. So. Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung. Erlaube es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze, okay. Okay, das Beleg ist natürlich. Confringo! So sieht Sieger aus! Levioso! Nur nicht zurückschrecken! Ist noch etwa alles Pulso? Aua, ich muss. Ja. Levioso! Das war gut. Confringo! Yo, erstmal Confringo, ja moin! Brennt! Nice, gutes Stupa, der ist weg. Sehr gut, wir haben beide besiegt. War ein bisschen gespammt, oh gut. Hallo. Ist das ein Fake-Klatschen gewesen? So halb. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schul-Champion. Klasse. Okay. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Okay. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Okay, jetzt soll ich so langsam hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer mit Rechtsklick blocke. Und mit Rechtsklick ist ja der Fokus eigentlich.
weil ich den Fokus auf eine andere Maus lege. Und dann dafür mein Protego auf rechts klicken. Ich glaube, das ist besser. Wir machen das mal. So, wir sind Sammlung übrigens noch. Wäre noch was. So, genau. Und den haben wir gekriegt. Gut, dann Einstellungen. Hier, Maus-Einstellungen. Wo haben wir es? Zaubersprüche. Interagieren, Basiszauber halten. Protego, machen wir jetzt auf Rechtsklick. Bestätigen. Und zielen, nehmen wir jetzt die mittlere Maustaste. Obwohl, nee, wir nehmen die hier vorne. Mal schauen, ob das glaube ich, das hinkriege auf Dauer. Das heißt, wenn ich jetzt... Protego! Ja, das ist auf jeden Fall besser. Das ist ja so. Ja, das ist besser. Das ist deutlich besser. So, cool. Da haben wir das abgeschlossen. Das ist... Ist das der Loot? Nee. Ist er gerade nicht... Gerade ist er, glaube ich, nicht da. Kommen wir nicht rein, wahrscheinlich. Hm. Weil ich Schloss auf Stufe 1 verstehe ich noch nicht ganz. Ist hier eine Truhe? Ist die Truhe jetzt hier? Ist da die Truhe? Revelio. Nö, hier ist auch keine, hier ist keine Truhe. Doch, hier ist eine Truhe. Die Truhe ist hier. Aha. Wie kommen wir hier durch? Lumos. Okay, mit Lumos offenbar. Revelio. Lumos. Nee, okay, keine Ahnung. Hallo, ich will da durch. Dürfen wir da noch nicht durch? Ich weiß nicht. Ich will zwei Truhen, das ist auch interessant. Sehr interessant, vielleicht können wir da nicht durch. Gut, dann schauen wir mal, was ein zweiter Auftrag ist. Okay, mit Z kommen wir zur Sammlung. Ich würde aber gerne, wie komme ich zu den Aufträgen? Schauen wir uns gleich mal nach. Ich würde sagen, jetzt gehen wir aber dann nach Oxmeade. Schauen wir kurz nach, für dich das weiß. Wie komme ich zu den Aufträgen? Seitiere, Zauberstücke, Aktionen. Karten. Zugriff auf Menüs. So. Aufträge ist J. Macht das Sinn mit J? Kein, was habe ich denn noch frei? Ich habe Q frei wieder. Okay, nein. Q ist nicht dann. Keine Ahnung. Ne, T ist auch schon belegt. Ups. Das wollte ich nicht. Was gibt's denn noch? Ja, A ist schon wieder für Aufträge. Okay. N ist auch belegt. Das ist ziemlich alles wahrscheinlich schon belegt. Merken wir uns halt mit J. Aber ich will keine Referenz mehr. So J für. Ja, keine Ahnung. J für was, ne? So. 200 Meter. Da bleibt wieder lang. Oh, kann ich mit euch reden jetzt? Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Ah, das sind die zwei, gegen die wir gekämpft haben. Das ist nicht cool, dass das so lädt, aber es wird sich bestimmt noch fixen mit der Performance. Liegt denn, dass mein System nicht das stärkste ist. So, dadurch. Und dann verbirgt halt so die Ladesequenzen hinter solchen Türen zum Beispiel. Wenn ich halt normal rangehe, da kann er schon mal laden, dann geht das auch besser. Mal schaue ich das immer dran und so. So. Nein, falsche Richtung. Wir müssen hinten durch. Okay, gut. Bringt trotzdem nicht viel. So. Da, ich will durch. So, sehr gut. Da ist ja dieser komische Schüler. So. Sind wir hier unten? Sehr gut. Und dann rennen wir mal ein bisschen. So. Und hier auch mal durch. Sehr cool. Sind wir hier? Irgendein Gang. Ist hier irgendwas? Revelio.
Nö, die Statue hat keine Buchseite. Ist okay. So. Hier ist irgendwas. Hinter der Tür. Na, sieh an, wer hier ist. Verschossen. Aber hier ist Sebastian. Let's go. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja. Ja, seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist und den Ort ein charmantes mit mir. Kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Gehen wir nach Hogsmeade. Okay, eine Ladesequenz. Das wird also wahrscheinlich wieder einige Zeit dauern. Lehnt euch zurück, spult nur was einfach ein bisschen vor. Ich warte in der Zeit. Yay. Dum di dum di di dum bi dum bi da ba da da dum ba da dum di dum ba da ba dum ba dum ba di da da dum ba da ba dum ba da dum ba da da dum ba da dum ba di ba da bam 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 ba di dum ba da bam ba di da bam ba di dum ba da da dum ba da da dum ba di da da dum ba di da Dum ba di da 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 da
Müssen nicht unbedingt als alles sammeln. Ihr Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie... Links siehst du den verbotenen Wald. Oh. Ja, wir haben es freigeschaltet. Das wollte ich. Oh, daher der Name. Richtig. Ja. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Ja, tut da hinten. Tatsächlich da hinten ist. Ich wollte gerade. Tatsächlich und. Das andere Wort. Weiß der jetzt sagen, schlimm. Das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hä? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Praktische Erfahrung. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich läuft dein restliches Jahr ruhiger. Du hast eine Katze, ich will kurz streicheln. Sorry, Sebastian. Oh, die sieht echt cute aus. Die Models von den Köpfen sind mir nicht so ganz akkurat, aber der Rest ist echt cute. So. Oh, hier ist es hier links. Das interessiert mich. Ein großes Symbol. Unnötig von Hogwarts. Okay, ich kehre zu Sebastian zurück. Ich nehme hier mit süßen Tiere. Cute. Ich will Arzt hier zu mir holen. Akio. Ja, aber weiß nicht noch. Ich komme her, Sebastian. Soll ich die Tiere mit ablegen? Das waren, sage ich, die große Knuddelmuffs. Der Hausmeister von Hogwarts sieht etwas mitgenommen aus. Boah, der hier? Hallo, Mr. Moon. Ja. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Okay. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Interessant. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Mega-Eis. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich Cute. Bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ist hier einer? Ein Demigais? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Ich auch nicht, aber ich kenne ihn auch nicht. Recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Er will ihn schubsen. Oh, okay, aber ich einfach raus. Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Leck. Da musst du wohl Hogwarts kurz laden. Kann ich gar keine Leute anrempeln. Das klappt mir schwierig. Wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Das ist eine neue Katze. Yay, komm her, Katzi. Aber ich kann sie nicht steuern. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptam-Samen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Kümmern wir uns darum. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Oh ja. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Mach ich. Gut, jetzt bin ich zur Katze. Denk daran, hab Spaß, es ist Hogsmeade. Ich bin zur Katze, und ich renne, jetzt. Das Dorf Hogsmeade, mhm, mit dem Bund, steckt voller Interessenspunkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Ja, wir lernen das zweite Gebiet jetzt kennen, letztlich. Guck mal. Jo, Hogsmeade ist nicht klein. Okay, das sind diese ganzen Läden. Hier ist Ollivanders. Hier sind die Zaubertränke.
Ja, Schnabel und Blut für Tierwesen. Besenknecht Sonntagssaat. Kleidungsgeschäft. Madame Snellings Lockenporium. Okay. Und jetzt der Eberkopf. Diese drei Besen haben wir hier. Steeply und Söhne. Ein lokales Teehaus. Der zentrale Platz von Hogsmeade. Und der Honigtopf. Hier ist die heulende Hütte wahrscheinlich. In der alte Nach. Das ist altes Gebäude in Hogsmeade. Sind wir da vorbeigelaufen? Weiß ich nicht. Hier ist noch Wasser, Wege, ein Geschäft. Okay, ein Samen, da müssen wir glaube ich noch hin. Okay, so ist die Karte von Hogsmeade hier gar nicht. Der ist, das haben wir schon. Song, was ist der? Genau. Gut, wir sagen, passt. So, ich bin zur Katze. Na du, oh, die ist ja auch cute aus, so eine Tigerkatze. Oder ich glaube, die heißen so. Cute, cute, cute. So, wir müssen zu Wälzer und Schriftrollen und zu Olivers Pippins, Zaubertränke und zu Magische Rübe. Wohin gehen wir? Wir sagen, wir machen... Oh, hier ist... Ne, ist verschlossen. Das ist Sport, der Sportbedarf. Wir erkunden hier, glaube ich, erstmal ein bisschen. Hier ist Zonkos. Hier ist eine Seite, die habe ich gesehen. Danke. Da gerade würde noch eine Seite fliegen. Liegt, da fliegt tatsächlich noch eine Seite da oben. Yay. Jo, ich weiß, was für neue Belohnungen habe. Darum kümmere ich mich dann. So, super, was ist. Madame Smelling, ich glaube, da müssen wir nicht hin. Ist der große Platz. Okay. Da ist der Honigtopf. Was für eine Figur? Hat die Figur eine. Ja, hier ist eine Karte. Sehr gut. Hengist von Woodcroft. Diese Stadt zeigt Hufflepuff Hengist von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, dem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Okay. Hier ist noch das Flohnetzwerk. Nice. Wo ist hier die Kiste? Okay, die ist irgendwie im Haus. Ne, ist sie nicht. Da ist sie. Hi, du. Möchte ich öffnen? Lumos. Will ich öffnen? Gute Kiste. Aber wahrscheinlich brauchen wir irgendwas. Dieses Auge, keine Ahnung. Was werden wir brauchen, um diese Kiste öffnen zu können? Bist du gescheitert, hier hochzuklettern? Miss Peck von Schnabel und Brut sagte, jemand hätte hier einen Derrick Hall verloren. Ich weiß, dass wir da nicht lang gehen sollen. Ich dachte nur... uns viel Ärger einhandeln können. Ich bin weg. Wo ist mit Ärger? Dann bin ich weg. Okay. Schauen wir hier rüber noch ein bisschen. Ich mache jetzt gerade deswegen nichts, weil ich die Folge gleich rum ist, deswegen will ich das in der nächsten Folge dann machen. Ja, das wird mal einigermaßen anstehen. Überblick. Wieder hochgehen. Sehr gut. Ja. Gravierten Leatherwing, komisch. Also im Grunde sehr, sehr cool aus alles. Ist hier irgendwas? Normalerweise nur. Hier ist alles sauber. Nee, hier ist was. Ja, da hinten ist die Seite. Hier. Da kam sie. Nice. Also Schloss und da drin ist wieder irgendwas, aber... geht's glaube ich erstmal nichts an, was da drin ist. Hier ist die Kiste wieder. Komische. So. Okay. Das interessante, schöne Brücke, die hier rüber hängt. So, West Hogsmeade. Ja, wer wohnt hier? Earls Potions. Ja, ich würde sagen, da gehen wir dann als nächstes rein, da müssen wir hin. Jetzt habe ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze auch in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.